Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Periode, unregelmäßige Periode, die Zyklen und alles. Also ich wollte einfach mal meine Erfahrungen mit euch teilen. Ich habe da sehr schlechte Erfahrungen mit, muss ich ja ehrlich sagen. Ist ein bisschen ein privates Thema, aber ich wollte das einfach mal ansprechen. Ja, weil ich habe da auch damals im Internet nachgesucht, ob das auch jemand hat, das Problem, und ich habe leider nichts dazu finden können. Und ja, deswegen wollte ich das heute mit euch teilen, falls dort draußen auch jemand ist, der dieses Problem hat oder hatte oder irgendwann in Zukunft bekommen wird, hoffe ich, dass dieser Person mit diesem Video geholfen ist. Also ich hatte nach der Geburt von meinem Sohn einen sehr, sehr, sehr unregelmäßigen Zyklus. Das ging von gar keine Periode bis hin zur Dauerperiode über Monate. Ich habe wirklich, also ja, Männer, wenn, oder auch Frauen, die das so eklig finden, besser jetzt ausschalten. Oder wenn die Männer das sich anhören möchten oder die Frauen und mitreden möchten beim nächsten Mal dem Thema Periode, dann könnt ihr gerne eingeschaltet lassen. Aber ich hatte wirklich meine Periode dauerhaft, monatelang, und das auch sehr stark. Ich habe geblutet wie ein Schwein. Ich habe in der Nacht das Bett voll geblutet. Egal, was ich gemacht habe, ich habe OBs genommen, Binden davor gelegt. Die größte Größe OBs, die zwei Binden, diese Night-Dinger, und alles war voll. Das ganze Bett war voller Blut. Ich wusste mir nicht zu helfen. Ich bin zu meinem Frauenarzt gegangen, habe dem mein Problem geschildert und um Hilfe gebeten. Ja, und das Einzige, was mein Frauenarzt mir gesagt hat, war, ja, dann machen wir halt eine Ausschabung. Dann ist erstmal alles weg und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, und damit war ich ein bisschen unzufrieden, weil ja, eine Ausschabung ist jetzt für mich nicht einfach mal so eben gemacht, um dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe ihn halt darum gebeten, ja, eine Art Hormontest zu machen, um zu gucken, ob meine Hormone in Ordnung sind. Nein, das wollte er nicht. Die gängige, wie sagt man, Strategie wäre einfach, eine Ausschabung zu machen. Und wenn es dann nicht aufhört zu bluten nach der Ausschabung, dann würde er halt weitere Tests machen. Ja, damit war ich sehr unzufrieden. Das ist jetzt aber auch alles schon ein bisschen länger her. Also da habe ich mich noch nicht vegan ernährt und alles. Ich habe mich auch nicht so mit meinem Körper beschäftigt wie heute. Und ja, ich habe dann halt damals gesagt, ja gut, dann nehme ich halt die Pille, weil ich davon ausgegangen bin, dass das eine Hormonstörung war, dass ich diese Dauerblutung hatte und dann wieder gar keine Blutung wochenlang. Und ja, dann habe ich die Pille genommen und dann hatte ich dadurch auch einen regelmäßigen Zyklus. Das habe ich dann ein paar Monate gemacht, dann habe ich die Pille wieder abgesetzt. Ja, und dann ging es von vorne los. Erst hatte ich gar keine Periode und dann wieder diese Dauerblutung. Und da muss man auch bedenken, das ist wirklich belastend, wenn man immer so doll blutet. Also ich war müde, der hat auch keinen Eisentest gemacht, dieser Frauenarzt. Also ob mein Eisenwert dadurch runtergegangen ist, dass ich so viel geblutet habe. Der hat gar nichts getestet. Also man rennt permanent auf Toilette. Man hat ständig das Gefühl, ja, jetzt habe ich gleich wieder Blut in der Hose. Das ist wirklich, oder für mich war das sehr, sehr belastend, diese ganze Blutungsgeschichte. Und ja, dann wollte ich auch die Pille nicht mehr nehmen, weil immer dieses tägliche Einnehmen. Dann habe ich die 3-Monats-Spritze genommen. Da habe ich gedacht, gut, wenn ich die nehme, dann ist ja wunderbar. Dann brauche ich nichts mehr einnehmen jeden Tag, muss ich nicht dran denken. Oder wenn ich, ja, keine Ahnung, Durchfall habe oder Antibiotika nehme, dann wirkt die ja trotzdem, die Pille, die Spritze. Und ja, so habe ich dann die 3-Monats-Spritze genommen. Und da hat sich das dann auch reguliert mit der Periode. Also da kriegt man die ja dann gar nicht mehr, die Periode. Dann ist sie komplett weg. Man geht halt alle 3 Monate zum Frauenarzt, um sich die Spritze da reinjagen zu lassen. Und dann kriegt man die Periode nicht mehr. Ich hatte da auch gar keine Nebenwirkungen. So, also keine offensichtlichen. Ich habe nicht zugenommen, ich habe nicht abgenommen, ich habe nicht mehr Ausschlag als sonst gehabt. Ich habe ja immer schlechte Haut schon gehabt. Jetzt ist sie schon sehr, sehr viel besser. Aber ja, jetzt, wenn ich halt meine Periode bekomme, dann kriege ich halt immer, ja, so Hörner im Gesicht. Und ja, so habe ich dann halt die 3-Monats-Spritze genommen, war damit auch zufrieden. Aber dann, als es dann anfing mit dem Umstieg,
glaube ich, war das, als ich dann vegan wurde. Ich weiß es nicht mehr. Oder war das schon vorher? Jedenfalls habe ich die einmal abgesetzt, die 3-Monats-Spritze, habe mich aber noch normal ernährt. Und ja, dann dauert das ja erst, bis das ein bisschen aus dem Körper raus ist, diese Hormone von der 3-Monats-Spritze. Und ja, dann ging es wieder von vorne los, wieder Dauerblutung, gar keine Blutung. Und ja, habe ich wieder die Faxen dicke gehabt von meiner Dauerblutung, wieder zum Frauenarzt, wieder die 3-Monats-Spritze genommen. Und dann habe ich ja auf vegan umgestellt und auch auf High Carb, also pflanzlich vollwertig und fettarm. Und hatte immer noch die 3-Monats-Spritze bis letztes Jahr, also 2017, ich meine Februar oder März, habe ich die letzte Spritze bekommen. Da habe ich gedacht, naja, die pflanzliche vollwertige und fettarme Ernährung soll ja so super sein. Die heilt ja so viel. Und wenn ich jetzt keine tierischen Produkte mehr zu mir nehme, also auch keine Milch und keinen Quark und das alles, wo halt diese ganzen Hormone drin sind, die Wachstumshormone, habe ich gedacht, wenn ich wirklich eine Hormonstörung hatte, vielleicht ist das ja jetzt weg, wenn ich mich ja so clean ernähre. Und ja, habe die dann nicht mehr weitergenommen, die 3-Monats-Spritze. Wie gesagt, letztes Jahr, ich glaube im Februar oder März, habe ich die letzte bekommen. Und ja, dann hat das auch wieder gedauert. Ich meine, dann habe ich im August meine erste Periode bekommen. Und dann war das so, dass sie erstmal, ja, dann kamen die mal alle 14 Tage für 2-3 Tage ganz leicht. Dann kamen die mal nach 43 Tagen ganz leicht für 2-3 Tage. Ja, habe ich gedacht, naja gut, damit kann ich leben. Dann bleibt das jetzt erstmal so. Und jetzt habe ich so seit Oktober, seit November. Ja, jedenfalls habe ich jetzt die letzten 4 Zyklen, das war ja dann November, glaube ich, oder Dezember, weiß ich nicht. Die letzten 3-4 Zyklen habe ich jetzt einen Zyklus von 24 bis 25 Tage. Meine Periode geht dann 4 Tage lang. Ich blute zwar immer noch sehr viel, muss ich sagen. Also vor allem die ersten beiden Tage sind richtig stark. Ich bin umgestiegen auf die Menstruationstasse, das aber schon letztes Jahr im August dann. Genau, da waren wir im Urlaub letztes Jahr und da hatte ich noch nicht meine Periode vorher gehabt nach der Spritze. Und im August im Urlaub hatte ich die zum ersten Mal und ich hatte mir bei DM diese Menstruationstasse schon vorsorglich geholt und habe gedacht, wenn ich die Periode dann im Urlaub bekomme, dann kann ich die ja direkt testen, die Tasse. Und ja, das habe ich dann auch getan und ich war super zufrieden. Ich fand das immer mega eklig bei den Tampons, wenn man dann auf Toilette geht und ja, also bei mir waren die eigentlich immer voll richtig, aber wenn man, das kennt ja wahrscheinlich jede Frau, wenn man die nicht mehr so stark hat, die Periode und ja, dann man soll die ja alle 4 Stunden wechseln, die Tampons und wenn die noch nicht mehr so stark ist, die Periode und der Tampon so trocken ist dann, und den rauszieht, dann ist das ja voll unangenehm. Aber wenn man den drin lässt und dann Pipi macht, dann ist halt der Faden voll mit Urin. Und das fand ich immer ekelig. Und deswegen fand ich diese, oder finde ich immer noch die Menstruationstasse mega angenehm. Ich bin da super begeistert von und kann das jedem empfehlen. Also ich, wie gesagt, ich habe die im Urlaub getestet und ich war im Pool, im Meer und überall. Ich habe da geschnorchelt und Handstand und Springen und alles. Und ich, ja, kein Tropfen ist daneben gegangen. Und ja, war super zufrieden und nehme die weiterhin. Und ja, deswegen gehe ich davon aus, dass die pflanzlich vollwertige fettarme Ernährung meine Periode geheilt hat. Also halt geheilt im Sinne von, dass sie regelmäßig kommt. Zwar noch stark ist, aber ja, das dann 2-3 Tage und nach 4 Tagen ungefähr hört die schon auf. Und damit bin ich super zufrieden. Ich muss keine Hormone mehr nehmen. Bin jetzt über ein Jahr schon weg von Hormonen, die ich mir halt zufüge. Und ja, das finde ich super angenehm, dass ich mich da so verlassen kann jetzt auf meinen Körper. Ich habe so eine App runtergeladen. Ich glaube, die heißt Flo, F-L-O. Meine ich zumindest. Die habe ich halt auf dem Handy und dann kann ich da eingeben,
ja, wann ich meine Periode kriege und wie lange mein Zyklus ist und alles. Und das finde ich ganz gut. Vor allem für die Zeit fand ich das praktisch, wo ich alle 2 Wochen und dann mal ein bisschen länger gedauert hat, bis ich meine Periode bekommen habe, weil dann verliere ich schnell den Überblick, wenn ich mir das nicht aufschreibe. Und deswegen habe ich mir halt angewöhnt, das aufzuschreiben. Das ist ja auch nur einmal im Monat. Da mache ich da einen Klick, habe meine Periode und dann ist gut. Mal eben was trinken. Und wieder geht es um Ernährung. Obwohl es um Periode geht, geht es wieder um Ernährung. Ernährung ist so unglaublich wichtig. Du bist, was du isst. Da ist wirklich was dran. Ja, also alle Damen, die Zyklusprobleme haben, probiert es aus, ernährt euch pflanzlich, vollwertig und fettarm und schaut, was passiert. Euer Zyklus wird sich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich von alleine regulieren und alles wird gut. So, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!